Ja, wer den letzten Stream verpasst hat, hat natürlich dann auch hier diesen Spot verpasst. Denn im letzten Stream waren wir hier und haben fleißig nochmal einen Wettangeln gemacht auf Kürbiskernbarsch, auf sibirische Plötze und auf Nase. Und was lief hier richtig gut? Der Kürbiskernbarsch und die Plötze. Also, wenn du Bock hast auf diese beiden Fische, dann auf jeden Fall mal hier an diese Stelle gehen und rausziehen die Brocken. Zack, da ist sie. Sibirische Plötze. Das Ding suche ich noch als Trophy. Und das Teil läuft hier gerade richtig, richtig gut. Neben den ganzen Kürbiskernbarschen. Und guckt euch die Größe an, jetzt hier innerhalb von 2 Minuten mehrere große Brocken rausgezogen. Also hier geht tatsächlich ein bisschen was. Und im Idealfall geht hier eben auch noch die sibirische Plötze rein. Ich hoffe darauf, dass da auch endlich mal die Trophy bei mir reinrasselt. Aus diesem Grund bin ich hier mit meinen Matchrouten wieder unterwegs. Relativ fein hier nur unterwegs mit nur 3 Kilo. Wir gucken uns das Setup natürlich im Detail nochmal an, was da alles geht. Und jetzt heißt es für mich allerdings auch wieder ein bisschen probieren und testen. Zum einen die Tiefe. Also wie tief greifen wir hier an? Wie tief probieren wir es? Und natürlich auch noch eine Köder-Kombi so ein bisschen testen. Denn jetzt gerade noch gesehen, also die letzte Trophy, die hier gefangen wurde und im Discord gepostet wurde, die war wohl auf eine Köder-Kombi, die ich gestern noch nicht probiert habe. Das muss ich gleich mal eben gucken. So, ich habe die Trophys mal eben rausgesucht hier. Blutegel und Borkenkäferlarve. Das war die Trophy vom Chris. Und gestern Abend hatte der Posenjupp noch geschrieben. Und meinte, hier Alden, probier mal auf 101, 65 oder 66, 70 cm Tiefe. Da geht einiges eben mit Borkenkäferlarve und Caster. Und auch darauf hatte ich gestern einige von den sibirischen Plötzen. Die Zeit, die man hier steht, also die Fische laufen nur in der Tageszeit, also morgens 4, 5 Uhr ungefähr geht es los. Und dann geht es weiter, hoppala, bis, ja, über die Mittagszeit ist ein bisschen weniger los, aber dann geht es halt in den Abendstunden nochmal richtig gut zur Sache, bis ungefähr, ja, bis ungefähr 0 Uhr. Und danach war es das dann auch tatsächlich. Also die Nacht über passiert dann hier so gut wie gar nichts mehr. Und dann, wie gesagt, in den Morgenstunden wieder. Heißt also, wenn man zweimal diese Tageszeit einmal durch dann macht, also zweimal die Tageszeiten durchmacht, dann kommt man da auf einen ganz guten Silberwert auch. Zumindest, wenn man hier dann mit 2 oder 3 Routen steht und eine ganz gute Frequenz hinkriegt, dann läuft das tatsächlich auch ganz gut. Ich war so bei über 500 Silber in der Zeit. Einfach hier mit den Posen. Also war ich doch ganz zufrieden damit und wie gesagt auch größentechnisch richtig schöne Brocken. Leider noch keine Plötze als Trophy. Ja, und deswegen jetzt nochmal weiter testen. Nochmal diese Stelle hier, nochmal jetzt wieder eine andere Köderkombination. Wie gesagt, vorher war es ja Borkenkäfer, Larve und Caster. Und jetzt teste ich hier aus dem letzten Beitrag die Borkenkäfer, Larve mit Blutegel. Nochmal ein ganz anderes Ding. Wobei ich mir da auch gut vorstellen kann, dass es da eben auch für den Kürbiskernbarsch richtig gut funktioniert. Gucken wir einfach mal, was da noch alles reingeht. Wie gesagt, von der Anzahl der Fische her richtig schön ausgewogen. Kürbiskernbarsch und Plötze. Was ich nochmal mache, das hatte der Posenjub auch gemacht, mit einem 12er Haken nur drinne gewesen. Ich gehe nochmal feiner rein auf die Plötze. Wir gehen aber erstmal kurz auf den hier. Ja, ist dran. Ja, das mit dem Haken ist halt immer so ein bisschen tricky, ne? Immer wieder tricky. Ich bleibe mal jetzt hier auf die 70 cm. Und auch hier, ja, bleiben wir auch auf 70. Jetzt hier mit dem kleineren Haken. Ich habe halt jedes Mal den Eindruck, dass bei den kleineren Haken auch deutlich kleinere Fische mit dabei sind. Und das nervt natürlich dann auf Dauer, wenn man dann immer mal wieder die Bisse hat und dann hat man nur so kleine mit 200 Gramm dabei, mag ich halt nicht. Und wenn ich dann irgendwie versuchen kann oder irgendwie hinkriegen kann,
da größere Fische dran zu kriegen. Mit möglicherweise größeren Haken. Das ist ja immer die Frage. Verscheucht man die dann eher? Verscheucht man vielleicht die kleineren? Und es bleiben nur noch die größeren übrig? Es ist halt immer so ein Abwägen, ne? Aber ich habe auch sämtliche Hakengrößen schon durch. Also vom 12er, den 10er Haken, den 8er Haken, den 6er Haken. Also alles hier schon durch. Letzten Endes hilft, glaube ich, fein reingehen. Nicht zu groß. Gerne vielleicht auch so in Richtung Ultralight reingehen hier. Stippen, Ultralight-Stippe vielleicht sogar. Und super fein hier reingehen und gucken, ob man die Fische überlisten kann. Eine Futtermische hatte ich gestern auch schon probiert, habe ich bis jetzt noch nicht reingeschmissen. Und zwar so eine Futtermische, die alles, was so larvig ist, beinhaltet. Also sowas mit Zuckmückenlarve, mit Made und Kaster und so. Also das könnte ich mir auch noch vorstellen. Vielleicht mache ich das gleich auch nochmal am nächsten Tag. Testen einfach nochmal, ob die Futtermische da irgendwie wirkt. Das wäre natürlich nochmal eine Option. Andere Option, die auch übrigens sehr gut geht, ist, wenn man das Ganze stehend macht. Ich würde sagen, das zeige ich jetzt auch am besten nochmal. Stehend mit Clip. Hier ist sogar schon der Clip noch eingestellt. Wir lassen das auch mal so, wie es ist. Das ist hier Route 1. Ich mache mal jetzt hier den Clip auf 9 Meter. Und dann gehen wir geradeaus so raus, hier rüber. Zack. Gerade rausgeworfen, also die Route gerade abgestellt. Auch hier wieder halt, machen wir nochmal auf 9 Meter, ein bisschen weiter. Da vorne hin, gerade abgestellt. Und die letzte machen wir auch auf 9 Meter. Auch da vorne hin, gerade abgestellt. Warum gerade? Wir haben jetzt hier dreimal den Schnurclip drin. Das heißt, die Posen stehen jetzt quasi in der Strömung, gehalten durch den Schnurclip. Und sobald dann ein Fisch reingeht, also sobald es da zuppelt, öffnet sich der Schnurclip und die Pose wandert, hier auf der 2 jetzt, geht entweder direkt runter oder wandert weiter. Also das sind halt die verschiedenen Möglichkeiten. Und das Wichtige natürlich, wir wollen ja so weit raus auf den Acker, wie es geht, also richtig weit raushalten. Da ist auch wieder was dran, kurz einmal gezuppelt und auch wieder nicht gehakt. Na, vorhin ging es besser. Da ging das richtig eigentlich mit einmal zuppeln, konnte man sofort reinziehen. Aber das sieht doch eigentlich trotz allem schon ganz gut aus, kann auch gerne so weitergehen. Also die treiben jetzt weiter genau bis da vorne hin, wo ich gerade auch stand, auf 8-9 Meter ungefähr. Und dann, ja, lässt man die jetzt einfach so stehen. Zack, hier geht das nächste Ding rein und es hakt wieder nicht. Läuft heute schnell auf die 1. Auch nicht gehakt, alles Wunderbärchen, so gehört sich das. Direkt wieder auswerfen und gib ihm. Und jetzt hier auf der 2, auch nicht gehakt, jawohl. Ja, da macht das Posenangeln doch richtig Bock, oder? Da macht das doch Bock. Aber im Großen und Ganzen klappt das eigentlich sehr gut. So habe ich übrigens auch mein Ugui gefangen aus dem letzten Ugui-Video. An der gleichen Stelle und dann einfach mit einem Schnurclip ausgeworfen. Das waren ungefähr so 6-7 Meter. Um die 7 Meter waren das, glaube ich, nur. Und dann rausgezogen. Kannst du dir ausdenken. Immerhin einer dran. Den Ugui als Trophy hat, wie gesagt, super funktioniert. Vielleicht sind auch hier gerade die Sichtlinge, kleine Sichtlinge. Das wäre natürlich mies. Oder einfach nur mit 2 Routen hier ranstellen, dann ist es auch nicht ganz so stressig. So, direkt nochmal hin. Ich glaube, auf der 1 da vorne ist auch schon wieder was am Zuppeln. Da ist sogar was dran. Auch nicht gehakt, jawohl. Dann ziehen wir hier weiter. Hart am Limit. Komm ran hier. Also, wir gucken noch mal eben kurz rein hier ins Setup. So sieht das aus. Einfach hier mit der Matchroute mit 3,1 Fluorocarbon komplett. In dem Fall jetzt ohne Vorfach, weil die Hauptschnur ist quasi schon Vorfach. 6er Haken hier in dem Fall mit Borkenkäfer, Larve und... Na, da geht wieder einer rein. Auf der roten, zack, runter und da ist er dran. So soll das gehen. Und so hat das vorhin auch ganz gut geklappt. Mit dem Kürbis wieder. Sehr schön. 12er Haken jetzt hier gerade. Borkenkäferlarve und Blutegel. Wie gesagt, teurer Köder. Das geht auch sehr, sehr, sehr gut
mit dem Custer, hat gestern super funktioniert, hat heute auch im Turnier sehr gut funktioniert. Also von daher ruhig einfach hier mit Borke und mit Custer reingehen, wenn ihr die Blutegel nicht ausgeben wollt oder könnt. Und ansonsten, wie gesagt, eben hier einfach dann mit der Stippe probieren, verschiedenste Hakengrößen testen, verschiedenste Vorfächer testen und. Vielleicht auch einfach nochmal andere Köderkombinationen testen. Vielleicht geht da ja noch ein bisschen was. Durchaus möglich, dass ihr dann noch eine Köderkombi findet für die sibirische Plötze, die ich noch nicht getestet habe. Also, so viel dazu. Ich glaube, wir haben alles durch. Wie gesagt, kohlemäßig lohnt es sich, weil ja die Fische sind recht groß, die hier reingehen. Und rein von der Kohle her immer wieder top. Und von der Frequenz her eben auch sensationell. Wenn man das mit dem Haken hinkriegt, dann hat man die Fische auch schnell im Kescher. Also, zieht raus die Brocken. Toi, toi, toi. Ich werde es hier schön weiter rumprobieren und werde auch später nochmal mit der Futtermische weiter rumprobieren. Mit der Larvenfuttermische. Also alles, was irgendwie larvig ist, damit reinmixen. Und dann gucken, ob ich hier endlich irgendwann mal meine sibirische Plötze kriege. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen. Toi, 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 dass bei euch hier die Plötze reingeht oder der Kürbiskernbarsch. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer pünktlich um 19 Uhr. Und pünktlich um 19 Uhr geht's auch los auf YouTube. Von daher, bis zum nächsten Mal.